Ein ganz herzliches Willkommen, 9.7., 14 Uhr und ein paar Minuten an einem wunderschönen sonnigen Vorsommertag, würde ich jetzt mal so sagen. Heute ein Digi-Snack, der letzte dieser Woche und der drittletzte vor den Sommerferien oder vor der Sommerpause. Heute mit Vadim Bauer, Aufbau eines modernen Tech-Stacks für SaaS-Projekte, Software as a Service. Zu meiner Person, ich bin Felix Rüttimann, ich bin Account Manager bei Digicomp. Wir sagen einander hier du und ich freue mich, euch heute auch diesen DigiSec zu präsentieren. Kurz zum Thema Aufzeichnung und Datenschutz. Das Mikrofon wird für alle Teilnehmer stumm geschaltet. Ihr könnt aber den Chat verwenden, um Fragen zu stellen. Diese werde ich dann Martin weitergeben, wenn es gerade zum Thema passt. Ansonsten haben wir am Ende von seinem Webinar-Snack noch Zeit, diese zu beantworten und eine Diskussion zu haben. Der Digi-Snack wird aufgezeichnet und im Anschluss daran auf unseren Online-Portalen veröffentlicht. Das ist YouTube, Digicomp. Der Chat und die Teilnehmerliste sind aber und bleiben verborgen. Und die Präsentation erhält ihr im Anschluss dann per Mail. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Ich freue mich. The stage is yours, Vadim. Ja, danke schön, Felix. Einen Augenblick, ich starte meine Bildschirmfreigabe. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt So, könnt ihr jetzt sehen? Perfekt. Gut, also im Fullscreen, ja? Gut, also, willkommen zum Webinar heute, zum Thema moderner Stack für SaaS. Bevor wir losgehen, kurz über mich. Ich bin Gründer der Firma 8Gears. Wir beraten, das ist ein Beratungshaus und beraten Unternehmen bei der SaaS-Transformation, SaaS-Migration. Und ich bin auch aktiv im SaaS-Umfeld. Wir haben zwei SaaS-Software-Lösungen auf dem Markt und ich bin auch in diversen SaaS-Gruppen hier in der Schweiz aktiv. Und zwar gibt es ein Meetup zum Thema SaaS, das nennt sich SaaS Builders mit dem Fokus Schweiz. Dort treffen sich alle SaaS-Unternehmen der Schweiz zusammen oder nicht alle, aber viele SaaS-Unternehmen der Schweiz zusammen, um sich auszutauschen. Und regelmäßig finden wir auch oder machen wir Vorträge hier bei Digicomp zu dem Thema. Zu mir in meiner Freizeit versuche ich gerne Sport zu machen oder treibe ich Sport, hauptsächlich Snowboarding und Laufen. Das sind so meine Freizeitsportarten, die ich betreibe. Ihr könnt, wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, könnt ihr auch mir auf LinkedIn folgen, beziehungsweise euch mit mir auf LinkedIn verbinden. Ihr könnt auch mal auf meinen Twitter-Account folgen oder wenn ihr wissen wollt, was ich so codemäßig mache, auf meinem GitHub-Account. Also, wie baut man ein SaaS? Also die Frage, weil wir halt auch in dem Umfeld tätig sind, bekomme ich oft gestellt, wie baut man ein SaaS? Und da hat sich herausgestellt, dass er immer oder oft die gleichen Fragen kommen. Also welche Programmiersprachen verwende ich für SaaS? Das sind eigentlich so eher Fragen, die auch aus dem IT-Umfeld ein bisschen komisch sind manchmal, weil man eigentlich davon ausgehen soll, dass Leute das wissen sollten. Welche Frameworks verwendet man, welche Infrastruktur, also alles die Themen bekomme ich regelmäßig Fragen, wie man das für SaaS baut, weil das doch ein bisschen unterschiedlich ist. Und auf die Themen wollte ich heute eingehen und dann auch so ein SaaS-Stack vorstellen, wie denn einer aussehen soll. So, bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich kurz einen Haftungsausschluss euch aufzeigen. Also wir sind natürlich selber im SaaS-Umfeld unterwegs, wir machen Beratungsdienstleistungen. Ich möchte aber klarstellen, dass ich hier keine Werbung machen möchte. Also ich werde nicht irgendwelche Dienstleistungen oder Lösungen von uns vorstellen, sondern ich möchte wirklich euch einen unbefangenen Überblick geben, wie man halt ein SaaS bauen würde oder wie ich ein SaaS persönlich bauen würde, ohne jetzt
darauf einzugehen, was wir als Dienstleistung bieten. Also das heißt, auch wenn wir in dem Umfeld tätig sind, ich möchte da jetzt nicht das miteinander mischen hier. Also, legen wir los. Also, was ist ein SaaS? Also, es ist eigentlich ein, ich denke, die meisten von euch wissen schon, was ein SaaS ist, aber ich möchte trotzdem nochmal auf das Thema eingehen, weil es ist ein sehr breit gefächerter Begriff und es hat auch relativ viele Definitionen beziehungsweise verschiedene Sichtweisen auf das Thema. Und deswegen, bevor wir da einsteigen, würde ich gerne nochmal das Thema fokussieren und meine Sichtweise von einem SaaS darlegen und aufzeigen, weil es oft meiner Meinung nach missverstanden wird, das Ganze. Also, ihr kennt wahrscheinlich alle diese berühmte SaaS-Pyramide. Wir haben immer dieses, oder X, also Everything as a Service-Pyramide, ne? Wir haben halt auf der untersten Ebene die Infrastructure as a Service, wir haben Plattform as a Service und darauf aufbauen haben wir Software as a Service. Das sind alles Begrifflichkeiten, die miteinander ja, verwandt sind, ne? Aber halt auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Und das Ganze können wir natürlich auch ein bisschen anders ansehen, wenn wir sagen, okay, was heißt das konkret? Und wir schauen uns mal so eine SaaS-Pyramide jetzt an in Blöcken und wir haben hier links den Bereich des Nothing as a Service, also nichts, ja. Und das ist eigentlich das Grüne. Das ist alles das, worüber oder wofür wir uns dann kümmern müssen, falls wir ein Produkt auf den Markt bringen. Also Network Storage, Physical Environment, Virtual Environment, all diese grünen Sachen müssen wir uns dann darum kümmern. Wenn wir ein Infrastructure as a Service haben, kümmert sich jemand um unser Netzwerk, Storage, die physische Umgebung und die virtuelle Umgebung müssen wir uns selber kümmern und so weiter geht es in der Pyramide hinauf, sodass wir bei Plattform as a Service dort eigentlich so weit angekommen sind, dass wir eigentlich nur noch unsere Applikation entwickeln und deployen. Beim Serverless Computing ist das Ganze ein bisschen, geht eine Ebene höher. Ne? Also wir haben halt die Applikation ist dann auch schon ein bisschen zweigeteilt. Wir kümmern uns nicht um alle Aspekte der Applikation, sondern nur um Teile Aspekte der Applikation, also mit Funktionen, die Business-Logik und das Ganze wie Kapazitätsplanung, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit übernimmt dann die Plattform. Und auf der rechten Seite haben wir natürlich ein SaaS-Produkt, das ist das, was wir entwickeln oder bauen wollen und das ist halt eigentlich, was der Kunde sieht. Ja? So, falls das für jemanden ein bisschen zu abstrakt ist, gibt es eine sehr schöne plastische Darstellung, was dann dieses XaaS oder bedeutet. Und es und zwar anhand eines guten Beispiels, nennt sich Pizza as a Service. Also, wir wollen Pizza as a Service anbieten. Und jetzt fragen wir uns, wie wollen wir dieses Pizza as a Service anbieten, auf welcher Ebene? Und wenn wir sagen, okay, wir haben die traditionelle Sichtweise, ne, so diese On-Prem, das ist dann also die Pizza zu Hause. Ne? Das heißt, wir haben das wir besorgen uns den Käse, die Zutaten, die Tomatensauce, machen den Teig selber, wir zünden das Feuer an, wir haben einen Ofen und machen quasi selber die Pizza von A bis Z. Ne? Und wenn wir jetzt den ganzen Vergleich zur Infrastructure as a Service haben, ne, wir haben halt Infrastruktur, die gegeben ist. Das heißt, wir haben halt so eine Fertigpizza sozusagen. Ne? Das ist so dieses Take and Bake. Ne? Wir haben so eine Fertigpizza, die wir halt nehmen, auftauen und backen. Das ist so Infrastructure as a Service. Plattform as a Service wäre dann auf die Pizza runtergebrochen. Das wäre der Pizzalieferdienst. Ne? Wir rufen an, bestellen uns eine Pizza und es kommt eine Pizza nach Hause und wir können die Pizza zu Hause heiß essen, ohne was dafür gemacht zu haben. Und der Software as a Service Pizza-Bereich wäre halt das Restaurant. Ne? Das heißt, wir gehen ins Restaurant, wir bestellen was und bekommen eine Pizza geliefert und wir müssen dann um nichts mehr kümmern. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Analogie für jemanden, der das Ganze, was das XaaS bedeutet, nicht ganz versteht. Also mit der Pizza-Analogie ist es eigentlich recht gut zum Nachvollziehen, was das denn bedeutet. Das heißt, wir sprechen heute über den Aspekt, wie wir halt so ein Software-as-a-Service bauen können und was wir technologisch dafür benötigen. Um euch einen Überblick zu geben, es gibt in dieser Hierarchie oder in dieser Pyramide ne, von Infrastructure as a Service, von STAS, Storage as a Service, Plattform as a Service, Database as a Service, Function as a Service und halt SaaS gibt es verschiedene Anbieter und viele von den Anbietern werdet ihr wahrscheinlich kennen oder seid über die gestolpert, wie zum Beispiel OneDrive oder Dropbox, iCloud. Und das sind halt die Anbieter, die SaaS-Lösungen haben, aber die diesen Bereich hier abdecken, ne, wie Storage as a Service. Ne? Und hier haben wir zum Beispiel das Office 365, das ist so ein typischer klassischer SaaS-Vertreter oder Salesforce ist ein klassischer SaaS-Vertreter.
Und hier haben wir die ganzen Amazon- und GCP-Sachen und auf der unteren Ebene bei Infrastructure Service. Und so könnt ihr ein bisschen euch einordnen, was wohin gehört, welcher Anbieter oder welches Angebot in welchen, auf welche Ebene gehört. Das hilft ein bisschen, ja, zu unterscheiden, auch für euch selber, was habe ich denn oder wo bin ich unterwegs? Bin ich jetzt ein klassisches SaaS oder möchte ich ein klassisches SaaS anbieten, was ja ähnlich vom Kundenkreis ist wie Office 365 oder Salesforce, oder habe ich hier eine spezielle Lösung, die dann spezielle SaaS, die dann zum Beispiel so ein Storage Funktionalität anbietet. So, ups. Ein Thema, was mir besonders wichtig ist, und das ist auch meiner Meinung nach eine große Relevanz in einem Dachraum darstellt, ist der Bereich Fake SaaS. Ich habe es jetzt mal Fake SaaS genannt, weil auch wenn es nicht ganz zutreffend ist, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, weil halt der Begriff SaaS nicht genau definiert ist und relativ breit ist. Interpretieren das viele Unternehmen oder viele das nach ihrer Sichtweise. Ne? Und ich möchte hier feststellen oder ja, festhalten, dass SaaS nicht unbedingt gleich SaaS ist. Also wir haben immer verschiedene Ausprägungen von einem SaaS oder wie Leute SaaS interpretieren. Ne? Und oft, das ist wirklich oft, vor allen Dingen im Dachraum, wird das Konzept des Managed Services als SaaS interpretiert oder mit SaaS verwechselt. Das heißt, Managed Service ist ja ein Produkt, wo ich für einen Kunden, egal ob ich der Anbieter bin oder ob ich ein Dienstleister bin, wo ich für einen Kunden bestimmte Software in meinem Data Center oder in irgendeinem Data Center für einen bestimmten Kunden manage und verwalte. Ja? Das ist eigentlich der Begriff des, oder Definition von Managed Service. Und oft wird das vor allen Dingen in unserem Sprachraum, im Dachraum verwechselt mit SaaS. Und das möchte ich feststellen, dass das eigentlich kein SaaS ist. Also Managed Service ist nicht SaaS und On-Prem ist auch nicht SaaS. Also wenn ich Software On-Prem habe, die ich bei mir vielleicht dann manage, ist das nicht SaaS. Und was die interessante Festlegung ist, wenn ich als Anbieter On-Prem anbiete und eine SaaS-Lösung anbiete, ist es eigentlich auch nicht SaaS, sondern es ist eigentlich mehr, aus Erfahrung ist das eigentlich mehr ein Managed Service, was ich anbiete und kein SaaS. Also ein SaaS definiert sich davon, dass ich wirklich Software as a Service habe und ich habe eine Software, die ich vermiete oder Software, die ich dem Kunden zur Verfügung stelle über das Web oder auch zum Download, die dann nutzen und konsumieren kann. Aber ich habe keine On-Prem-Lösung von meiner Software, weil das eigentlich sehr, sehr mit sehr, sehr vielen Problemen daherkommt. Also ich habe das ganze Aspekt, weil ich einfach extrem eingeschränkt bin, wenn ich neben SaaS auch On-Prem anbiete, bin ich extrem eingeschränkt. Das, was ich nutzen kann, wie ich es nutzen kann, was meine Technologie angeht, ja, welche Technologie ich verwenden kann, welche ich nicht verwenden kann. Also ich kann den ganzen SaaS-Bereich komplett ausklammern, wenn ich Software On-Prem anbiete. Das heißt, wenn ich Software On-Prem anbiete, dann wollen die Kunden die Software eigentlich nur für sich alleine haben und sind auch isoliert meistens isoliert vom Internet und wollen auch keine anderen SaaS-Dienstleistungen mit einbinden, sodass ich, wenn ich die Software entwickle, eigentlich diese Funktion nicht nutzen kann. Also ich kann nicht meinen SaaS auf den Markt bringen, das halt mit einem anderen SaaS interagiert oder gut interagiert, wie zum Beispiel Zapier oder mit einer Authentifizierungslösung wie auf Xero oder direkt mit Salesforce integriert ist. Ne? Das wird extrem schwierig, da so eine On-Prem-Lösung auf den Markt zu bringen, die das alles kann. Und wenn ich das habe, ist es extrem kostenintensiv. Ich brauche viel mehr Leute, weil ich einfach viel, viel mehr On-Prem-Umgebungen habe, die alle unterschiedlich sind, je nachdem, welcher Kunde ich habe und wo der ist. Es ist halt ein sehr ressourcenintensiver Aspekt, der leider oft in unserem Breitengraden doch viel Zuspruch findet. Und das finde ich eigentlich ein kapitaler Fehler, wenn man neben SaaS versucht, On-Prem anzubieten. Weil das eigentlich nur Probleme geben kann. So, wie soll eigentlich so jetzt so ein Tech-Stack für ein SaaS aussehen? Ja, die Antwort eines Beraters ist eigentlich immer, es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an, auf die Parameter, die wir haben. Also es kommt drauf an, was wollen wir? Wie groß ist das Ganze? In welchem Zustand ist, also in welchem Zustand des SaaS sind wir denn? Was sind die, ja,
die ganzen Parameter, die wir haben, die fehlen. Also das heißt, Sie können anhand der Parameter überhaupt keine Empfehlung geben. Ne? Das heißt, damit wir hier schon in unserem Beispiel hier eine Empfehlung geben können, versuchen wir das Ganze einzuschränken. Also wir haben also wir grenzen unseren Anwendungsbereich ab und wir geben ein bisschen mehr Kontext und geben mehr Parameter, sodass wir verschiedene Szenarien entwickeln können, wie denn so ein SaaS aussehen kann. Und das Ganze ist am besten geeignet, wenn man so eine Matrix aufbaut. Und für unsere Matrix brauchen wir drei Vektoren. Also wir brauchen den ersten Vektor, das ist der SaaS-Umfang. Also wie groß ist das SaaS oder in welchem Zustand ist das? Also bin ich jetzt ein Early-Stage-SaaS, wo ich dann jetzt wirklich ein MVP mehr habe, also Minimum Viable Product, oder bin ich eher so ein Late-Stage-SaaS, wo ich halt von einem bestehenden SaaS zu einem neuen SaaS migriere, oder bin ich jemand, der halt eine bestehende On-Prem-Software-Lösung zu SaaS migrieren möchte? Das sind alles diese Faktoren, die halt den SaaS-Umfang darlegen. Dann habe ich durch den Tech-Stack, welche Technologien möchte ich einsetzen, was sind die Programmiersprachen, was sind die Frameworks, was sind Cloud-Anbieter, wie möchte ich das Ganze denn designen, möchte ich viele SaaS-Komponenten verwenden, um mein SaaS zu bauen, oder möchte ich wenig SaaS-Komponenten verwenden. Und dann ist der dritte Vektor, den wir da haben, das nennt sich halt Verzerrung, ja, oder Bias auf Englisch. Das sind so die Vorteile oder die Einschränkungen, die ich habe, die eigentlich weder technologischer Natur sind oder des SaaS-Umfang Natur, sondern wirklich Präferenzen sind, wie zum Beispiel, wo möchte ich meine Software deployen? Also möchte ich meine Software nur in der Schweiz haben oder möchte ich das nur bei diesem speziellen Anbieter haben oder möchte ich das wenig SaaS haben oder möchte ich viel SaaS haben oder möchte ich viele andere Dienste nutzen oder wenig andere Dienste. Das sind alle so quasi Verzerrungen, die ich dann noch in meine Matrix reinbringe. Oder aus dieser Matrix leiten wir dann halt bestimmte Fälle ab und können dann besser Empfehlungen geben, für welchen Umfang oder welche technologischen, wie der Tech-Stack aussehen soll für bestimmte SaaS-Lösungen. So. Und diese Entscheidungsmatrix bringt uns halt der Antwort ein bisschen näher. So, wir messen den SaaS-Umfang in T-Shirt-Größen, also das ist eigentlich eine Definition, die ich mache, damit wir so grob einschätzen können, wie groß ist so eine SaaS-Lösung. Ne? Und die SaaS-Lösung geht eigentlich weniger von dem Code aus, klar spielt das eine Rolle, es geht aber eher von dem Zustand aus, in dem das SaaS sich befindet. Ist es eher so ein am Anfangsstadium oder ist es eher so eine ausgereifte Lösung. Das heißt, wir haben halt die Größe XS. Dabei handelt es sich um kleine SaaS-Lösungen, also wirklich extreme SaaS-Lösungen, hauptsächlich im Bereich MVP, also Minimum Viable Product, wo wir versuchen wollen, unser SaaS auf den Markt zu bringen und schauen, ob das unsere SaaS-Lösung Akzeptanz findet. Das heißt, in diesem Zustand oder ja, in diesem Zustand haben wir relativ wenig Budget. Wir wollen wirklich, unser einziges Ziel ist dort eine Marktvalidierung zu schaffen. Wir haben ein extrem großes Risiko, das wir eingehen. Das heißt, das Risiko, dass das Produkt nicht auf den Markt ankommt, ist extrem hoch. Das heißt, wir sollten da so wenig wie möglich Ressourcen reinstecken, so wenig wie möglich Geld reinstecken und so schnell wie möglich eine Marktvalidierung haben, um herauszufinden, ist das ein Produkt, was unsere Kunden, was Kunden kaufen wollen, was unsere Kunden nutzen wollen, bringt das einen Mehrwert für den Kunden. Ne? Das heißt, das ist eigentlich so der erste Anfang für ein SaaS. Und wenn man halt in den Markt eintritt, ist das meiner Meinung nach so, wo man einsteigen sollte. Da gibt es die nächste Größe, das ist die Größe S. Das sind eigentlich so kleinere SaaS-Lösungen, also die eigentlich teilweise Bootstraps sind, Startups von Solopreneuren, von kleineren Teams. Oft sind das auch Micro-SaaS und Micro-SaaS ist ein extrem fokussiertes und sehr spezialisierte SaaS-Lösung auf ganz bestimmte Komponente. Ne? Das heißt, irgendwie, was ist ein gutes Beispiel? Also zum Beispiel so ein Beispiel wäre eine Kalenderlösung, wo man halt, wie zum Beispiel Calendly, wo man jemanden einen Link schickt und der andere kann sich dann in einem Kalender einen Termin aussuchen für ein Meeting. Ne? Das ist wirklich eine SaaS-Lösung, die eigentlich eher in den Bereich Micro-SaaS geht oder ich habe ganz bestimmten Aspekt, also wirklich sehr, sehr, sehr eng gefasst, den man auch mit einem sehr kleinen Team umsetzen kann. Ne? Ich habe meistens also technisch versiertes Team, also es sind meistens auch die Founder sind diejenigen, die technologisch versiert sind, die auch dort die Software entwickeln.
Ich habe halt, je nachdem, ein geringes Risiko. Wenn ich ein Produkt schon habe und sehr spezialisiert sind, kann das Risiko relativ gering sein. Und wenn ich dann halt ein als größeres Unternehmen in den Markt einsteige, ist das Risiko natürlich dementsprechend größer. Deswegen habe ich das Risiko jetzt mit zwischen 1 und 3 definiert hier. Und der nächste Punkt wäre halt die Größe M. Das ist das, wo wir ein bisschen mehr Budget haben. Wir haben ein größeres Team. Wir sind finanziert. Wir haben also vielleicht Bootstrap, wenn wir von einem S in M übergehen. Wir haben ein kleineres Team, was für die Softwareentwicklung zuständig ist und für den Betrieb. Wir haben also einen MVP-Übergang. Also wir haben mit dem MVP validiert, dass unser Produkt am Markt ankommt. Wir sind erfolgreich mit dem Produkt und wollen jetzt quasi die zweite Version rausbringen. Und das ist etwas, wo wir dann mit der Version 2 so starten, nach unserem MVP. Und da haben wir eigentlich ein eher geringeres Risiko. Und deswegen können wir auch dort ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und da halt eine solidere Lösung bauen. Und das ist eigentlich so, wo wir auch mit der Softwareentwicklung dann richtig tief ins Detail gehen. Und dort, dann haben wir halt die nächste, sind halt L und XL-Größen. Das sind hauptsächlich SaaS-Lösungen, die, wenn sie Greenfield sind, dann sind das meistens Transitionen. Das heißt, ich habe eine bestehende Softwarelösung, die ich als SaaS die ich zu SaaS migrieren möchte. Das heißt, das Risiko ist dort relativ gering, weil ich bestehende Kunden habe, die ich migrieren möchte, und die Kunden haben schon zugesagt, dass die mitkommen möchte auf eine SaaS-Lösung, oder die Kunden haben es schon angefragt. Das heißt, das Risiko dort sollte gering sein. Ich habe Auf gar keinen Fall ist das ein MVP in dieser Preisklasse, in dieser Größenordnung auch. Wir entwickeln das Produkt schon für Skalierbarkeit. Wir wissen, wir haben gewissen Kundengröße, die wir erwarten, und wir entwickeln das Produkt dahingehend, dass wir den Erwartungen entsprechen. Und wir haben halt ein relativ großes Entwicklungsteam, sodass wir eigentlich das Produkt über mehrere Monate oder Jahre dann entwickeln und pflegen können. Und es ist so meistens meine auch so Version 3 oder der Übergang von M oder S zu L und XL. Ne? Und XL ist eher so mehr schon so Corporate-Bereich, die so Tradition, oder ja, das ist so eher so die Größenordnung dort. Wobei bei XL spielt eine große Rolle das Thema Integration, also das Einbinden des SaaS in das ganze Unternehmensumfeld, und da spielt eigentlich das eine sehr zentrale Rolle dort. Ne? Da geht doch wahrscheinlich, auch nicht wahrscheinlich, größtenteils geht vieles von dem Geld dort in diesen Bereich dahin, von dem Investment. Genau. Dann haben wir der zweite Vektor, den wir haben, ist unser Tech-Stack. Ne? Das heißt, der klassischerweise Programmiersprachen, die Frameworks, die Infrastruktur, die Cloud-Anbieter. Dann haben wir den Bereich der SaaS-Komponenten. Das ist natürlich ein zentraler Punkt für SaaS. Und die SaaS-Komponenten sind zum Beispiel Abonnementenverwaltung, Authentifizierung, Autorisierung, das ganze Thema wie Rollout, Betrieb in der Cloud, das Thema Mandantenfähigkeit, wie wollte ich diese ganze Multimandantenfähigkeit haben? Wie möchte ich meine Softwarelösung mit anderen SaaS-Lösungen integrieren? Das heißt, wie stelle ich sicher, dass meine SaaS-Lösung kompatibel ist mit anderen SaaS-Lösungen auf dem Markt? Wie können die anderen SaaS-Lösungen mit mir Daten austauschen, einfach und effizient? Ich habe einen wichtigen Punkt, Application Programming Interface, wo ich dann sicher gehen möchte, wie können andere Softwarelösungen bauen, die auf meiner API aufbauen, die meine API nutzen, um halt mein Produkt zu erweitern, beziehungsweise mein Produkt für sich nutzbar zu machen in der Art und Weise, wie es benötigen. Und das spielt halt eine API und API-Management zentrale Rolle. Genau. Und der dritte Vektor, den ich schon mal vorweggenommen habe, ist diese Verzerrung oder diese nicht funktionale Anforderungen. Also das heißt, wir haben diese rationale und irrationale Vorangenommenheit. Ne? Das heißt, die rational kann sein, weil wir halt einfach einen Kundenkreis haben, der halt nur in der Schweiz aktiv ist, wollen wir in der Schweiz einen Rollout machen. Und irrational, klar, gibt es auch persönliche Präferenzen. Wir wollen viel SaaS nutzen, wir wollen wenig SaaS nutzen, wir wollen schnell liefern, wir wollen langsam liefern. Also sind so viele, viele solche Aspekte, die eigentlich so diese Verzerrungen darstellen und die eigentlich auch eine wichtige Rolle spielen bei der Auswahl des Tech-Stacks. Genau. Also, gestalten wir unser SaaS. Da wir natürlich nicht alle Fälle jetzt abdecken können, weil uns da die Zeit ein bisschen fehlt, wollen wir uns auf zwei Fälle konzentrieren, die ich eigentlich für interessant finde. Das eine
Der eine Fall ist das ein SaaS im Bereich XS, also so wie das MVP SaaS. Und der zweite ist so im Bereich ML, weil das eigentlich ja der Bereich ist, wo wir aktiv sind und auch der Bereich, wo die eigentlich der Fokus immer noch auf dem SaaS ist und nicht auf dem Drumherum, ne? Weil auf XL, da sind wir wirklich mehr in einem großen Corporate-Umfeld und da geht es halt um viele Themen wie Datenmigration von alten zum neuen, Skalierbarkeit, also Themen, die ja sehr kostenintensiv sind, aber eigentlich nicht so zentral für das SaaS sind, sondern eher allgemein Softwareprobleme sind. Genau. Genau, schauen wir uns mal die zwei Fälle hier an und schauen wir uns mal den kleinsten SaaS, die kleinste SaaS-Lösung an. Und zwar ist das die MVP, das MVP SaaS, also die XS-Größe. Und die XS-Größe, meiner Meinung nach, zeichnet sich dadurch aus, dass ich eine Marktvalidierung erreichen möchte mit möglichst wenig oder keinem Aufwand. Also ich möchte eine Marktvalidierung erreichen, indem ich sagen kann, okay, mein Produkt ist am Markt erfolgreich, ich habe Kunden, man spricht so zwischen, je nach SaaS-Größe, spricht man da von 10 bis 100 Kunden. Ne? Wenn ich da so im B2B oder B2BC, also B2C-Bereich unterwegs bin, dann muss ich natürlich ein bisschen größer gehen. Wenn ich da im B2B-Bereich bin, so zwischen 10 und 50, 100 Kunden, so je nachdem. Das ist eigentlich der Punkt, wo ich dann sagen kann, ja, mein Produkt ist erfolgreich am Markt und das ist dann so, wo ich dann von der XS-Größe eine Transition mache und deswegen entwickle ich so eine XS-SaaS-Lösung mit einer ja, mit einer No-Code-Plattform, das sind so Plattformen, wo man mit wenig Aufwand durch ja, Point-and-Click-Lösungen sich dann eine SaaS-Lösung zusammenbauen kann oder ja, SaaS-Lösungen zusammenbauen kann. Also nicht, die sind eigentlich nicht speziell für SaaS gedacht, aber damit kann man eigentlich eine SaaS-Lösung auch relativ gut zusammenbauen, die halt bestimmte Aspekte abdeckt oder die Kernfunktionalität von meiner Applikation abdecken kann, sodass ich eine mit der No-Code-Plattform kann ich mein SaaS-Marktvalidierung machen und dann kann ich peu à peu hingehen und bestimmte Bereiche ausgliedern und dann halt in normaler Programmiersprache quasi entwickeln und dann austauschen und so mein Produkt weiterentwickeln oder ich mache eine komplett neue Version. Ne? Und da hat sich so die in einem Micro-SaaS oder dem MVP-SaaS-Bereich haben sich da so einige Plattformen etabliert. Also Bubble ist relativ beliebt bei vielen in dem Bereich. Das ist eine Plattform für Low-Code, die relativ preiswert ist, aber auch relativ mächtig, also dass man vieles damit entwickeln kann. Daneben gibt es sowas wie Webflow oder Microsoft Power Apps, auch sehr sehr erfolgreich und sehr beliebt. Und ich habe, was den Tech-Stack angeht, bin ich natürlich sehr eingeschränkt hier. Ich habe jetzt keine Möglichkeit oder sollte keine Möglichkeit haben, da eine Programmiersprache zu haben oder irgendwelche Web-Frameworks oder Cloud-Anbieter. All diese Parameter oder Freiheitsgrade, die ich da habe, fallen dort weg. Und genau, und das Einzige, was ich so ein bisschen übrig habe, sind so die Abonnementenverwaltung. Wie kann ich die Abonnementenverwaltung machen? Und das ist einfach etwas, wo ich dann auf eine SaaS-Lösung zurückgreifen muss, weil ich einfach dort selber nichts machen kann oder soll. Also generell sollte man das nicht selber entwickeln oder machen, sondern eine bestehende Lösung verwenden. Und da ist so ein bisschen Stripe Billing der ideale Kandidat, um da zu verwenden. Und dann Zapier ist eine Integration-Plattform, wo ich meine neue SaaS-Lösung mit anderen SaaS-Lösungen, wie zum Beispiel Stripe, verbinden kann, damit die Daten austauschen können über meine Abonnementen. Ne? Authentifizierung, Autorisierung kann ein Thema sein, aber ist es meistens nicht, weil ich dann einen relativ kleinen Kundenkreis dort habe, sodass ich das nehmen muss, was halt der Low-Code-Provider mir bietet. Und das ist eigentlich so der typische, meiner Meinung nach, der Einstieg in das ganze Thema SaaS, wenn ich von Null anfange und mit möglichst wenig Risiko ein SaaS auf den Markt bringen möchte, um ein Produkt zu validieren. Das Ganze vom Timing her dauert das Ganze, würde ich mal sagen, zwischen zwei und 8 Wochen, bis ich so ein Produkt auf den Markt bringen kann und wirklich dann anfangen kann, meine ersten Kunden anzusprechen und versuchen zu konvertieren zu Kunden oder potenzielle Kunden ansprechen kann, um sie zu Kunden zu konvertieren. Genau. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Stack oder zum zweiten SaaS-Größe.
Und zwar haben wir halt, sind wir im Bereich M&L, da sind wir so schon kleines in der klassischen Softwareentwicklung, wir entwickeln Software, wir haben halt fast alle Freiheitsgrade offen für uns, wir können uns alles Mögliche aussuchen. Wir müssen uns einfach nur entscheiden, ob wir viele SaaS-Lösungen verwenden wollen, um unser SaaS zu bauen. Das heißt, wenn wir unser SaaS bauen, verwenden wir SaaS-Lösungen oder Infrastructure-as-a-Service-Lösungen, ne? Dieser Pyramide. Entweder, wo wollen wir auf der Pyramide sein? Und wenn wir auf der Pyramide sind, auf welcher Ebene wir sind, wie viel wollen wir von den anderen verwenden? Ne? Wollen wir viele andere SaaS-Lösungen integrieren, um unser SaaS zu bauen? Ne? Oder wollen wir möglichst wenig davon verwenden? Und das ist eigentlich so eine Präferenz, die eigentlich eher dem, meiner Meinung nach, diesen Vorurteilen und den Bias zugeschrieben wird, ne? Was man verwenden möchte. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass man so viel wie möglich SaaS verwenden möchte, sollte, damit man einfach schnell auf den Markt kommen kann und so schnell wie möglich sein Produkt validieren kann und so schnell wie möglich am Markt sich anpassen kann, ne? Den Kundenbedürfnissen anpassen kann. Genau, also wir haben halt diese Pyramide hier. Die geht dann halt, klar, die fängt an, welche Programmiersprachen soll ich verwenden, welche Frameworks soll ich verwenden, welche Infrastruktur und dann welche SaaS-Komponenten soll ich verwenden, um einen SaaS zu bauen. Ne? Und da gehen wir jetzt diese Komponenten durch für unsere SaaS in der Größe ML. Genau, Programmiersprachen. Thema Programmiersprachen, auch wenn das ein bisschen komisch ist, werde ich oft gefragt, welche Programmiersprachen eignen sich für SaaS am idealsten. Und eigentlich ist die Antwort relativ einfach, ne? Die beste Programmiersprache ist, die man kennt. Das ist die beste Antwort, die man geben kann. Also wenn ich PHP kenne, dann ist das die beste Sprache, die ich für mein SaaS verwenden sollte. Oder wenn mein Team nur PHP kann, dann sollte man das nur verwenden. Ne? Aber wenn ich durch auf der grünen Wiese anfange und alle Freiheiten habe, dann sollte ich natürlich gucken, okay, welche eignet sich denn idealerweise dafür? Ne? Und da ist meine Empfehlung wirklich konservativ sein, keine experimentelle Sachen verwenden, also keine ausgefallenen Programmiersprachen, wie zum Beispiel Rust oder Golang oder die ganzen JVM Clojure oder so oder andere Programmiersprachen, so wirklich konservativ. Und konservativ heißt für mich JavaScript, Java, vielleicht sogar PHP, wenn man ein kleineres SaaS hat oder ein Team hat, was PHP kann. Ruby on Rails ist auch immer noch gut, auch wenn es nicht mehr die populärste Programmiersprache ist oder nicht zu den Top 10 gehört. Aber so Java, JavaScript, da ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Und wenn ich natürlich andere Programmiersprachen habe, so wie Python, dann ist es halt relativ schwierig, dort Entwickler zu finden, die da eine Lösung anbieten kann oder Entwickler zu finden, die da Interesse haben, ein SaaS-Produkt zu bauen, weil Python ist also mehr in dem Bereich AI, Machine Learning und Rust ist im Bereich Krypto viel, ne? Golang ist eher so Cloud und Infrastruktur, das heißt, wenn ich da ein SaaS-Produkt baue, wird es wahrscheinlich etwas schwieriger sein, Leute zu finden, das heißt, es ist noch teurer und ich habe einfach nicht so viel Auswahl, ne? Und das einfach zum Thema Programmiersprachen, welche man sich idealerweise eignen, neben dem, die man kann, sind eigentlich so die klassischen, die zu empfehlen sind. Von den Frameworks, klar, es ist abhängig von der Programmiersprache, die man hat. Ja, klar, die meisten Frameworks sind Programmiersprachen abhängig. Und die beliebtesten Frameworks, die es für die beliebten Programmiersprachen gibt, wie JavaScript und Java, werden sich auch für SaaS gut eignen. Ne? Für Java ist das Spring, für JavaScript ist das Node.js mit Express. Es gibt auch was Interessantes. Im SaaS-Bereich gibt es mittlerweile sehr viele, nennt sich so Boilerplate-Template oder Template-Frameworks. Also sind weniger Frameworks, aber so Boilerplate-Projekte. Das sind quasi fertige Projekte oder fertige SaaS-Lösungen, die eigentlich die ganzen den SaaS-Umfang mitliefern, wie zum Beispiel Authentifizierung, Autorisierung, die auch zum Teil das Subscription-Management mitliefern, die das Multimandantenfähigkeit mit an Bord haben und die auch eine Datenbank mitbringen, also beziehungsweise auf eine Datenbank aufbauen, die eigentlich für diese Aspekte quasi von einem SaaS schon vorprogrammiert haben, die man nicht mehr entwickeln muss. Und das sind so Beispiele für SaaS, ist SaaSforge ist für Python und React ein gutes Beispiel, was halt auch ist ein kommerzielles Produkt oder ein Open-Source-Produkt. Für Rails gibt es das Bullet Train, das ist auch ein Produkt, was auf Ruby und Rails basiert und das ist so die nennen das SaaS in der Box.
Und für Node und React gibt es dann Gravity, das ist auch so eine Lösung. Und da gibt es auch für Node.js, gibt es auch einen Node.x, ein Produkt. Und es gibt auch wahrscheinlich für andere Programmiersprachen. Für Java habe ich, glaube ich, keine gesehen, die wirklich mich überzeugen konnte. Aber ja, vielleicht gibt es da auch noch eine. Genau, und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie ich dann mein SaaS im Bereich M verhelfen kann, zum schneller ja, schneller eine Lösung zu liefern. Genau. Bei den Frontend-Frameworks ist das Thema genau das gleiche. Ich nehme das, was ich kann, und wenn ich die freie Wahl habe, dann nehme ich das, was momentan populär ist. Ne? Das sind halt die typischen Vertreter, das sind halt Angular, React, Vue, das sind so die typischen, die klassischen, das Dreiergespann für Frontend-Frameworks, und das ist eigentlich das, was ich nehmen sollte, je nachdem, was meine Vorlieben sind. Auch dort gibt es dort bestimmte SaaS-Templates oder die für SaaS ausgerichtet sind, Vorlagen, die ich verwenden kann, um schneller durchzustarten. Und dazu gibt es noch als nächsten Level ist das Next und Nuxt.js, das sind so Variationen von React und von Vue, die halt auch schon viele Komponenten mitbringen, also so Frameworks, die auf diesen Frameworks aufbauen und bestimmte Aspekte abdecken, um mir das Leben zu erleichtern. Bei den Cloud-Anbietern ist natürlich, spielt eine Größe meiner Meinung nach eine gewichtige Rolle. Und da haben wir klar die großen drei, Amazon, Microsoft und Google. Und wenn ich dann eins von den drei verwende, bin ich eigentlich immer auf der richtigen Seite. Und ich würde eigentlich nicht empfehlen, auf kleinere SaaS-Provider, also kleinere Infrastructure as a Service-Provider umzusteigen, sondern wirklich bei den großen zu bleiben, weil ich einfach dort viel mehr Möglichkeiten habe und auch mein Produkt schneller auf den Markt bringen kann. Und das heißt, mit AWS wird man nicht scheitern. Ne? Also AWS ist wirklich das neue IBM. Ne? Es ist gut genug. Oder es ist, ja, so eine besten, aber auch Azure und Google sind gut genug. Es gibt auch einige Nischenanbieter, das sind wirklich Nischenanbieter, die auch immer noch Cloud-Provider sind, wie zum Beispiel DigitalOcean oder Vultr oder Scaleway, die vielleicht nur in Europa aktiv sind, aber halt ein bisschen günstiger sind und auch interessant sein könnten unter bestimmten Umständen, wie zum Beispiel für Testumgebungen oder für bestimmte Kundensegmente, die dann interessant sein könnten. Aber ich würde von den Cloud-Anbietern wirklich bei den Großen mitmachen, und da ist man eigentlich zum einen auf der sicheren Seite und zum anderen hat man noch viele Möglichkeiten, dort sein Produkt schneller auf den Markt zu bringen. Was die Infrastruktur angeht, ich sollte, wenn ich so ein SaaS im Größe ML baue, sollte ich möglichst oder in meisten Fällen nicht auf Infrastructure as a Service aufbauen. Also ich sollte in meisten Fällen eine Ebene drüber gehen, also auf einer Plattform as a Service, und dazu gibt es Anbieter wie zum Beispiel Heroku, ist ein sehr gutes Beispiel, die sind seit Jahrzehnten auf dem Markt und die haben sich da sehr gut etabliert. Und dann gibt es noch sowas wie Plattform SH, ist auch ein Anbieter, der auf den Cloud-Providern aufsetzt und dann wirklich eine Plattform as a Service anbietet, wo ich mein Produkt deployen kann. Und dann gibt es auf den Cloud-Provider gibt es Lösungen, wie zum Beispiel ECK, das ist auf dem AWS, das ist eine Lösung, die auf Infrastructure, auf IaaS aufbaut. Ich habe auch die ganzen Lambda-Services, wie AWS Lambda, also Function as a Service, wo ich dann nur noch Funktionen schreibe und nicht die Infrastruktur dazu habe. Und dazu sind halt AWS Lambda ist sehr populär und sehr gut. Dann gibt es GCP Cloud Run, ist auch sehr gut und sehr, sehr zu empfehlen, weil ich dann einfach nur noch meine Applikation habe und die Funktion habe und die deployen kann und diese ganze Infrastruktur außen vor lassen kann. Und Kubernetes ist natürlich ein sehr schöner eine Abstraktionsschicht über die verschiedenen Cloud-Provider. Dort kann ich dann eins von den Angeboten nehmen wie EKS, AKS oder GKE, wo ich dann halt ein Basislayer habe über den Cloud-Anbietern, wo ich mein Produkt entwickeln kann. Es lohnt sich aber eher so für eher Bereich L, also wenn ich im Bereich L unterwegs bin, wo ich dann, wo Kosten eine Rolle spielen, dann ist etwas, wo ich dann auf Kubernetes schauen sollte, weil wenn bei meinem SaaS die Infrastrukturkosten eine Rolle spielen, weil ich ein komplexes Softwareprodukt habe, was rechenintensiv ist und dadurch auch Kosten relativ hoch sind, dann muss ich versuchen zu gucken, dass ich dort die Kosten drunter bekomme, und dazu eignet sich zum Beispiel Kubernetes ganz, ganz gut.
Genau. Und jetzt kommen wir zu den SaaS-Komponenten für ein M&L-Produkt. Und damit bei der Abonnementenverwaltung, da führt wirklich kein Weg dran vorbei, meiner Meinung nach, dass wir dort nicht in SaaS verwenden sollten. Also für die Abonnementenverwaltung, wenn wir unsere Kunden verwalten wollen, das Payment und das alles, dann führt eigentlich sowas wie ein Chargebee oder Stripe Billing keinen Weg vorbei. Wenn ich das in meine jetzige ERP-Lösung integrieren möchte, ist das möglich, aber es ist teilweise sehr aufwendig und die günstigere und einfachere Variante ist halt so ein Subscription Management Service für SaaS zu verwenden, wie Chargebee oder Stripe. Und so habe ich dann innerhalb von einigen Tagen die ganzen Abonnementenverwaltung abgedeckt. Auf dem Thema Authentifizierung, Autorisierung habe ich auch verschiedene Anbieter und da sticht eigentlich Auth0 heraus, neben AWS Cognito. Das ist ein Service von AWS für Authentifizierung, Autorisierung, und das ist einfach so, wo ich dann das Thema Authentifizierung, Autorisierung meiner Kunden und auch die Integration der Authentifizierung, Autorisierung in das Netzwerk der Kunden abgedeckt habe, wie zum Beispiel Integration an das LDAP von meinen Kunden, wenn ich dann halt mehrere Nutzer habe, ne? Das habe ich da auch damit direkt abgedeckt und muss das nicht selber implementieren und bauen, sodass mir das halt Monate an Zeit sparen kann. Das ganze Thema Cloud Rollout und Betrieb, also wie betreibe ich meine Applikation? Habe ich eine Applikation, die multimandantfähig ist, wo ich eine Applikation habe mit verschiedenen Instanzen, also mit verschiedenen Kunden, oder habe ich pro Kunde eine Instanz am Laufen? Und das ist ein Thema für dann mehr für Kubernetes und Container. Wie ich vorhin erwähnt habe, auch für Themen wie zum Beispiel Functional Service, also OpenFaaS oder Knative auf Kubernetes-Basis, dann Lambdas auf AWS Lambda als eine Functional Service-Plattform. Dann das Thema Mandantenfähigkeit ist auch relativ ein großes Thema. Wie designe ich mein SaaS oder wie mache ich mein SaaS multimandantenfähig? Da gibt es ja verschiedene Aspekte, wie man eine Software multimandantenfähig machen kann. Und für Greenfield-Projekte, also wenn ich Projekte habe, die von null anfangen, dann ist eigentlich der empfohlene Weg, so ein einzelnes Datenbankschema zu haben, wo ich dann verschiedene Kunden abbilden kann und nicht hinzugehen und verschiedene Datenbanken zu designen. Der weitere wichtige Punkt ist SaaS-Integrationsplattform. Das ist meiner Meinung nach ein zentraler Aspekt, aber auch findet nicht die Wichtigkeit, die es bedürfte, Integration. Und zwar Integration betrifft, wie kann meine SaaS-Lösung mit anderen SaaS-Lösungen interagieren? Wie kann zum Beispiel meine SaaS-Lösung mit Office 365 oder Google Suite interagieren? Oder wie kann meine SaaS-Lösung mit anderen SaaS-Lösungen interagieren, sodass Kunden, die andere SaaS-Lösungen auch haben, meine SaaS-Lösung auch einfach nutzen können und dann Daten austauschen können? Und das sind so Integrationsplattformen, sehr interessant. Zapier ist der beliebteste und der preiswerteste, aber dort gibt es auch zwei Aspekte. Es gibt durch die Integration vom Kunden her, aus der Kundensicht, wie kann mein Kunde mein Produkt nutzen und mit seinen anderen SaaS-Lösungen integrieren, oder wie kann ich mein Produkt schneller entwickeln, indem ich mein Produkt mit anderen SaaS-Lösungen integriere. Und das sind also zwei Aspekte, die ich da abdecken kann, oder wie kann ich meinen Kunden Integrationslösungen bieten. Und das sind so, Zapier ist ein sehr beliebtes Produkte, SaaS-Lösungen in dem Bereich. Dann gibt es natürlich ein Elastic.io, das ist auch eine Lösung, ich glaube ein deutscher Anbieter ist das, die halt für Unternehmen solche Lösungen anbieten, und N8N ist eine Lösung aus dem Open-Source-Bereich. API-Zugriff baut auf SaaS-Integration auf, das ist wie kann ich API zur Verfügung stellen, damit Kunden eigene Lösungen aufbauen können und eigene Lösungen entwickeln können, um mein Softwareprodukt zu erweitern oder mein Softwareprodukt anzupassen für ihre Bedürfnisse. Und das ist halt ein zentraler Aspekt von SaaS-Lösungen, weil ich einfach keine Möglichkeit habe, direkt in die Software ranzukommen. Das einzige Möglichkeit, die ich habe, an die Software ranzukommen, ist über die API. Das heißt, wenn ich eine Software als SaaS anbiete, benötige ich eine API, damit Kunden von mir über diese API das Produkt an ihre Bedürfnisse anpassen können. Und da gibt es halt vor allem viele Anbieter oder viele Angebote von den großen Cloud-Providern wie API-Gateways. Es gibt auch einige Open-Source-Produkte, die da mehr oder weniger ausgereift sind. Und dort habe ich einfach die Entscheidung, ob ich das als REST anbieten möchte oder als GraphQL. Aber diese Präferenz kommt ein bisschen drauf an, was für ein Produkt ich habe und wie ich das denn designen möchte.
Und so sieht das Ganze so ein Schnelldurchflug über ein SaaS-Stack. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde euch, wenn ihr Fragen habt, ist es jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt dafür. Und DigiComp hat vorgeschlagen, dass zu diesem Thema folgende Schulung sich eignen würde. Ne? Genau. Falls es also noch Fragen gibt, würde ich jetzt, stehe ich jetzt für Ihre Fragen bereit. Super, Vadim, herzlichen Dank. Sehr spannend, auch sehr technisch. Es sind bis jetzt keine Fragen eingetroffen, aber wenn, wie Vadim sagt, wenn jemand etwas hat, dann selbstverständlich jetzt gerne sich melden. Okay. Also ihr dürft auch sprechen, ihr müsst jetzt nicht unbedingt tippen. Wie ist denn so die Erfahrung mit SaaS in der Schweiz im Generellen? Ich würde sagen, dass es gibt jetzt keine Ausreißer nach oben oder nach unten im Sinne von im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Es gibt einige SaaS-Anbieter in der Schweiz. Hauptsächlich sind viele natürlich auch interessanterweise, was mich verwundert auch, wie denn dass viele SaaS-Anbieter in der Schweiz wirklich regional unterwegs sind, ne? Weil SaaS ja ist ja tendenziell eine Lösung, die global funktioniert. Gibt es dennoch viele SaaS-Anbieter, die regional unterwegs sind. Aber es gibt immer mehr und mehr SaaS-Anbieter in der Schweiz oder mehr und mehr Unternehmen, die ihre Produkte nach SaaS oder zu SaaS migrieren. Aber die Tendenz dort ist wirklich, dass dieses On-Prem-Gedanke eine zentrale Rolle immer noch spielt und dass viele SaaS-Anbieter oder vermeintliche SaaS-Anbieter ihre Produkte immer noch zweigleisig fahren. Also dass die wirklich ihre Software also On-Prem verkaufen und dort auch als SaaS. Es gibt wenige, die wirklich dann den Schritt wagen und sagen, also ich kenne keinen, der sagt hat, wir machen keine On-Prem mehr, wir machen jetzt nur noch SaaS. Und so einer ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Gut, heutzutage Adobe zum Beispiel, mit der Adobe Cloud, da kannst du keine festen CDs oder das kannst du nicht mehr installieren. Genau, also Adobe ist ja hat sich zum klassischen SaaS gewandelt, ne? auch wenn sie jetzt kein Webprodukt haben, sondern wirklich ein physisches Produkt, was sie auf dem Rechner installiert. Aber ihr Businessmodell ist ja wirklich komplett SaaS, dass man ihre Software eigentlich nur mieten kann. Und es ist eigentlich tendenziell so, dass amerikanische Unternehmen dort absolut konsequenter sind. Also ich glaube nicht, dass ein Schweizer Unternehmen sich sowas leisten kann, gerade vielleicht im ERP-Bereich aber den Mut hat, sagen wir mal so, dass ein Schweizer Unternehmen den Mut hat, aus ihrer Software, die sie jetzt als Disk verkaufen bis jetzt, zu sagen, wir machen das jetzt nicht mehr, sondern wir machen das jetzt nur noch als Software as a Service. Also ich glaube nicht, dass da viele den Mut dazu haben, auch wenn das der richtige Schritt ist und vielleicht dann auch ja viel Unmut bei Kunden bedeuten würde. Aber bei Adobe zeigt das ja, ne? Adobe zeigt das ja, dass das funktionieren kann. Also die sind ja erfolgreich damit und erfolgreicher als vorher. Ne? Also es ist nicht so, dass die ja viele Kunden verloren hätten, sondern die haben ja viele Kunden auch dazu gewonnen. Durch dieses Angebot. Gut, das Angebot ist natürlich in dem Sinne bestechend, dass früher war ja das Problem, ich habe eine alte Version gehabt, die hat man mal für viel teures Geld gekauft und dann kommen neue Produkte raus und dann sage ich mir, soll ich jetzt wieder so viel Geld in die Finger nehmen? Und wir gucken, wir geben die CDs weiter und wir gucken, dass wir das irgendwie, und heutzutage ist es natürlich einfach, ich habe immer die aktuellste Version der Software. Alle Updates kriege ich automatisch und ich bezahle halt im Monat einen kleinen Betrag. Dann sagt man so, ja, das tut jetzt vielleicht weniger weh. Schlussendlich ist es unterm Strich vielleicht sogar mehr Geld, als es früher war. Ja, aber auf der anderen Seite kann ich genau festlegen, durch das ganze Subscription Management kann ich auch festlegen, wer bekommt jetzt eine Lizenz oder braucht jemand wirklich die Lizenz? Das heißt, früher war das ja auch so, da hat man halt bestimmte Anzahl Lizenzen gekauft und ist man immer ein bisschen auf Nummer sicher gegangen und heute kann ich ja mit so einer Subscription kann ich sagen, in diesem Monat bekommt der Nutzer die Lizenz und im nächsten Monat braucht er die nicht mehr, also bestelle ich die ab, sodass ich kann, also ja, kann man individueller dann das
gestalten. Microsoft macht sie genau gleich. Office Ja, oder ja. das nicht mehr Office, sondern das Microsoft 365 ist ja Genau. auch nur noch als Nur noch, Subscription genau, als in dem Subscription. Sinne möglich, ja. Genau, also das heißt, die Großen machen das generell und Microsoft hatte immer noch ich sage immer, sein Legacy oder seine Altlasten, wo sie auch Produkte zum Teil noch immer auf dem Markt haben. Aber ich glaube, die neuen 365 gibt es nur noch als Subscription. Da gibt es jetzt, also die alten werden immer noch verkauft, aber die werden nicht mehr weiterentwickelt. Ne? Die haben halt wirklich diesen Schlussstrich auch gezogen und sagen, okay, ihr könnt zwar die alten noch kaufen, die verkaufen wir noch, aber wir entwickeln das nicht mehr weiter. Und irgendwann in den nächsten Jahren wird es da auch dann quasi dann auch dort auch Schluss sein dann. Denke mal, bei uns in der Schweiz, die Vorreiter, also ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist mein persönliches Wissen, sind zum Beispiel Buchhaltungsanbieter. Also wenn ich eine kleine Firma habe, also vor allem auch in dem Bereich Lohnbuchhaltung, die waren ziemlich schnell mit Software as a Service, hey, kannst bei mir in der Cloud Lohnabrechnung machen. Ich glaube, das in dem Ja. Bereich sind wir ziemlich gut unterwegs. Wie? Jein, ja. Also da bin ich auch zwiegespalten. Es gibt also Lohnbuchhaltung, kann ich mir gut vorstellen, dass man das, weil es ja auch oft früher auch eher so als Service angeboten wurde, auch diese Lohnbuchhaltung als Dienstleistung, die ich dann beziehen konnte von einem Treuhänder zum Beispiel. Und das hat sich jetzt mit Software so ein bisschen, ja, aber so ERP zum Beispiel, im ERP-Bereich ist das immer noch so ein ich sag jetzt mal, ein schizophrene Situation dort, weil wir auf der einen Seite Cloud-Anbieter haben, die wirklich Cloud-only sind, ne? Und auf der anderen Seite haben wir noch viele klassische ERP-Anbieter, die sowohl das eine als auch das andere anbieten, ne? Die auch dieses On-Prem und SaaS parallel machen oder versuchen, das beides irgendwie hinzubekommen. Und auch viele, die sagen, wir machen kein Cloud, unsere Kunden wollen das nicht. Ne? Ja. Das ist ein sehr interessanter Bereich, weil das halt wirklich meiner Meinung nach sehr schizophren ist. Also das ist weil das ist halt, ja. Ja gut, man macht doch grundsätzlich als eben wie du vorher selbst gesagt hast, als großer Anbieter sage ich, ich habe die Marktmacht und kann es dem Kunden Ja. aufschwatzen, oder ich sage als kleiner Anbieter, ja, der Kunde, der will das noch nicht, also muss ich, denke mal, das ist vielleicht die Schwierigkeit auch noch. Ich glaube, was viele unterschätzen, ist der Aufwand. Also ich glaube, diese Marktmacht, ist verlockend zu glauben, dass man die Marktmacht hat, ja. Aber ich glaube, viele von den kleineren Unternehmen, die unterschätzen einfach die Tatsache, dass dieser Bereich, eine Software selber zu betreiben oder Software für einen Kunden zu betreiben, auf seiner Umgebung, in seinem speziellen Fall und verschiedene Instanzen der Software zu betreiben, ist für viele Kunden oder für viele Softwareanbieter unterschätzen den Aufwand, wie viel das Ressourcen bindet. Und ich glaube, dass für viele Unternehmen das, wenn überhaupt, das Nullsummenspiel ist, dass die eigentlich mit diesen ganzen On-Prem nicht genug Geld verdienen, um halt ihr Produkt wachsen zu lassen. Und gerade in der Schweiz oder ja oder in der Schweiz auch oder in einem deutschsprachigen Raum ist es einfach extrem schwierig, Leute zu finden, die sich in dem Bereich auskennen, also IT-Leute, und die anzustellen, die sind halt relativ kostenintensiv. Und da unterschätzen, glaube ich, viele Unternehmen und wagen nicht den Schritt zu sagen, wir machen das trotzdem, auch wenn wir vielleicht ein paar Kunden verlieren, oder was ich nicht glaube. Aber ich glaube, die Marktmacht, also so genau ist das nicht. Also ich glaube wirklich, die viele Unternehmen unterschätzen das Potenzial, was ihnen entgeht, und unterschätzen auch, wie viel Aufwand es bedeutet, so eine Software on-prem zu betreiben oder verschiedene Instanzen davon zu haben oder ja, das ganze Support. Und das ist, glaube ich, ja, dass das oft unterschätzt wird. Okay, eine sehr interessante Einschätzung, denke ich mal. Die Zeit wird zeigen, wohin die Reise geht. Also die Cloud ist ein Thema. Und auch da sind wir natürlich in der Schweiz immer noch so ein bisschen so, Cloud, Ja. zurückhaltend vielleicht. Genau. Also SaaS ist generell die Zukunft. Also die meisten Softwareprodukte werden
Also es ist auch, gibt ja Statistiken, genug Statistiken, die sagen, dass neue Produkte, die jetzt auf dem Markt, neue Softwareprodukte, die auf den Markt kommen, sind zum allergrößten Teil reine SaaS-Produkte. Das heißt, es werden sehr, sehr wenige Produkte auf den Markt rausgebracht, die noch als klassische Softwarelösungen, also als physische Datenträger beziehungsweise als Download angeboten werden. Die meisten Lösungen werden heute wirklich als, gerade im kommerziellen Bereich, als SaaS auf den Markt gebracht. Und es ist eigentlich nur die Frage der Zeit, bis das eigentlich dominiert. Super. Es sind, glaube ich, keine weiteren Fragen sonst von unseren Teilnehmenden eingegangen oder gehen noch ein. Dann würde ich sagen, wir schließen hier diesen Digi-Snack von heute. Wir sind auch gut in der Zeit, 2:58. Vadim, ganz herzlichen Dank an dich. Gern geschehen, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, die Präsentation erhält ihr dann im Anschluss noch und ich werde jetzt noch ganz kurz auch noch die übliche Abmoderation machen. Das hat Vadim schon gezeigt. Noch einfach die Werbung, die letzten zwei Digi-Snacks vor der Sommerpause. Drive the Stakeholder Value, nochmal ITIL 4 oder ITIL, wie auch immer. Customer Journey am nächsten Dienstag und am Donnerstag noch eine kleine Einführung in Domain-Driven Design. Sehr spannend und meldet euch an, es würde uns freuen. Auch hier nochmal, gewinnt den DigiComp Lifelong Learning Pass über unsere sozialen Kanäle. Auch dort wieder alle Informationen, auch auf unserer Webseite. Was muss ich tun? Wie kann ich mich dafür bewerben? Es ist kein Wettbewerb, sondern es ist ein Bewerbungsverfahren. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Auch mein Hinweis an dieser Stelle wie immer, Hashtag DigiSnack, teilt, kommentiert, liked, macht Werbung und sonst info@digicomp für generelle Anfragen, Bemerkungen, Feedback zu den DigiSnacks. Dürft ihr sehr gerne schreiben. Wir freuen uns immer über Post. Das wäre es von meiner Seite. Vadim, auch dir nochmal herzlichen Dank und ich wünsche euch einen ganz schönen Nachmittag. Genießt die Sonne und wir hören uns und sehen uns. Bis dann. So.